Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 14. August 2019. Sonne und Venus bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Und das bedeutet, sie wirken gemeinsam in Tierkreiszeichen Löwe. Bei Sonnenaufgang steigt das alles in Osthorizont auf und beeinflusst ganz stark unseren heutigen Tag. Es handelt sich um weibliche Energie, es handelt sich um uns Frauen und wir brauchen gerade die Klarheit. Wir möchten etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Es ist nicht ganz einfach, weil auf diese Sonne-Venus-Konjunktion kommt ein Einfluss von einem rückläufigen Pluto. Das, was diese grüne Linie zeigt, und das nennt man Quinkungsaspekt. Und das löst Unsicherheiten aus. Soll ich nicht, ist das die Wahrheit oder doch nicht? Und das spüren wir, besonders wir Frauen. Aber Venus hat Einfluss auf die Liebesleben, auch bei Männern immerhin. Venus ist die Liebesplanet. Also bei Männern kann auch eine gewisse Unsicherheit da sein. Dieser rückläufige Pluto zeigt eine bestimmte Thematik, die Rückläufigkeit, Vergangenheit, und Pluto heißt trennen, kündigen, loslassen und dann auf die Wesentlichen konzentrieren. Im Steinbock-Energie heißt neu orientieren, Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein. Aber das ist doch eine gewisse Herausforderung. Und vor allem Mond und Uranus steht in einem Quadrat. Und das hat einen Einfluss heute auf unseren Gefühlen. Mond wirkt auf unserem Unbewussten, auf unseren Gefühlen in Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Und das brauchen wir auch, die Leichtigkeit, ein gewisser Freiraum. Und wir möchten auch etwas Neues erleben. Wassermann zeigt auch, wir ahnen auch, dass etwas Neues kommen soll oder wir denken in der Zeit voraus. Aber Mond steht in ein Quadrat zum Uranus. Uranus ist rückläufig. Das bremst etwas. Oder im Stier, Uranus ist im Stier, die Neigung, etwas festzuhalten. Natürlich kann das auch Themen sein, was noch immer zusammenhängt mit der Vergangenheit. Mond im Wasser, man will was Neues und Uranus im Stier mit dieser Rückläufigkeit will etwas festhalten. Ja, ist es gar nicht einfach, da Entscheidungen zum Treffen oder entsteht Angst, Unsicherheit, wenn das um eine Veränderung handelt. Oder wenn das darum geht, etwas loslassen, von etwas trennen oder kündigen. Es ist eine große Herausforderung bei solchen Situationen gerade. Und es wirkt auch auf unseren Gefühlen. Und diese Nervosität ist auch spürbar, weil Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, aber Uranus auch, weil Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Und bei dieser Spannung werden wir das auch spüren. Was hilft uns? Das ist der goldene Schnittpunkt, die Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Fischen. Die Kraft, Mut und Begeisterung von Widder
und das Vertrauen, das Fluss des Lebens, das kommt von der kreiszeichnenden Fischen, diese Mischung. Das können wir auf jeden Fall mal vorteilhaft nutzen. Wir haben auch schöne Verbindungen. Erstens zwischen Jupiter und ein rückläufiger Saturn, ein Halbsextil, das bedeutet eine gegenseitige Unterstützung. Zwei Nachbarn, Tierkreiszeichen, helfen sich gegenseitig. Jupiter im Schütze, Saturn im Steinbock. Und das handelt sich um eine optimistische Haltung, das ist Jupiter-Energie, auch Glück und Chancen, Möglichkeiten, etwas in Form zu bringen, etwas klären, das ist mehr die Saturn-Energie. Oder die Gerechtigkeit. Jupiter hat einen Einfluss auf eine rechtliche Lage. Dann haben wir ein Sextil zwischen Mond und Chiron und das ist auch eine harmonische Verbindung zwischen Wassermann und Widder und das bedeutet Heilung, eine Heilenergie. Entweder bei einer Krankheit kommt die Heilung oder wenn wir auf unseren Gefühlen achten, dann können wir eine bestimmte Situation besser klären. Etwas, was uns bis jetzt gekränkt hat, haben wir die Möglichkeiten, hier dieses Problem zu lösen. Was passieren wird, das ist ein Merkur-Uranus-Quadrat. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Uranus bewegt sich rückläufig im Tierkreiszeichen Stier. Aber Merkur ist viel schneller als Uranus und bald kommt zu einem exakten Quadrat. Wieder eine Herausforderung. Und das handelt sich um ein Gespräch oder ein Termin oder ein Vertrag. Also mit dieser Unangenehmigkeit können wir rechnen. Was noch kommt? Mars verlässt bald die Tierkreiszeichen Löwe und übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Venus bewegt sich schneller als Mars, also wird einholen. Das ist jetzt noch nicht in die Tagen, aber das wird auch noch kommen. Damit können wir im September schon rechnen. Da klärt sich etwas auf in die Liebe-Partnerschaft oder wird etwas in Ordnung gebracht. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.